Morgen, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Der erste Vlog mit Baby, nicht mehr im Bauch, diesmal auf dem Arm. Ich freue mich, dass ich euch wieder eine Runde mitnehmen kann. Heute ist der 24. Dezember, also wir haben es Weihnachten. Wir haben noch nicht wirklich viel geplant, außer dass wir lecker essen. Ich koche dann später, habe den Tisch auch schon ein bisschen eingedeckt. Naja, da fehlt noch einiges. Wir warten jetzt aber erstmal auf die Hebamme. Die kommt jetzt dann um 11, schaut nochmal nach unserem Schatz, nach dem Bauchnabel. Und dann geht's aber erstmal für uns in die Stadt. Das allererste Mal mit Kinderwagen. Ich freue mich schon total. Er war ja schon recht viel unterwegs mit dem Auto, mit Maxi Cosi. Wir mussten noch einige Male in die Klinik, weil die Werte ja nicht gut waren wegen der Gelbsucht. Und mit Kinderwagen waren wir aber noch nicht unterwegs. Und wie gesagt, da freue ich mich jetzt drauf. Ich nehme euch eine Runde mit, wünsche euch schon mal ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich kann euch gerade hier drüben nochmal den Tisch zeigen. Ich habe gestern Abend alle Teller gespült und Gläser, habe sie schon mal hingestellt, aber muss natürlich noch alles fertig machen, dekorieren halt. Ne? Hier die Zweige muss ich zurechtschneiden, Servietten und Besteck und so weiter. Aber dieses Jahr ist alles etwas ja anders, ganz klar. Die Uhren ticken jetzt anders, eben wegen unserem kleinen Schatz. Und ich mache mich auch überhaupt nicht verrückt. Genau, da werden wir jetzt einfach mal sehen, wie der Tag oder die nächsten Tage, die Feiertage, so laufen. Ne? Mit unserem Schatz. Also, ganz viel Spaß beim Video. So, alles gut. Die Hebamme ist jetzt gegangen, hat sich um den Nabel gekümmert, hat den kleinen Schatz nochmal gewogen. Und er hat jetzt Hunger, deshalb bekommt er jetzt erstmal was zu essen. Und dann wickele ich ihn nochmal und dann geht's in die Stadt. Wir hatten uns jetzt auch nochmal übers Stillen unterhalten. Da hat sie mir nämlich Kapseln aufgeschrieben. Die hatte ich mir in der Apotheke geholt. Die sind da hinten auf dem Sideboard. Zeige ich euch gleich. Aber wie gesagt, jetzt kriegt der kleine Schatz erstmal lecker essen. Ne? Was machst du? Lecker Kaffee und ich habe noch einen Apfelstrudel schnell gemacht. Der geht ja ganz schnell. Mmh, lecker. So, unser kleiner Schatz ist jetzt satt. Das ist schon mal gut. Gute Voraussetzung, um in der Stadt spazieren zu gehen. Das sind die Kapseln, von denen ich vorhin gesprochen habe. Die hat mir meine Hebamme, wie gesagt, empfohlen. Habe ich in der Apotheke gekauft für knapp 15 Euro. Dreimal drei Kapseln soll ich davon nehmen und die sollen eben für die Milchbildung gut sein. Ich bin mal gespannt. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Dann hatte mir die Ärztin noch diese Medela Milchpumpe verschrieben. Dazu hatte ich ein Rezept quasi bekommen. Habe ich mir auch in der Apotheke geholt. Wir haben dann aber gemerkt, dass bei diesem Starter-Set kein Aufsatz dabei ist. Also wie soll ich dem Kind dann zu trinken geben? Deswegen hat mein Mann mir das in der Apotheke noch gekauft für 15 Euro. Aber damit hat der kleine Schatz Schwierigkeiten zu trinken. Also das schafft er irgendwie nicht. Deshalb muss ich jetzt bei DM, wenn wir in der Stadt sind, noch eine kleine Flasche kaufen, weil ihm das eben noch so ein bisschen viel Kraft kostet. Aber auch das bekommen wir hin. Wie gesagt, ich hole ein kleines Fläschchen. So. Kleine Schatz hat hier seinen kuscheligen Overall an. Jetzt geht's los. Da ist die Bella. Bin mal gespannt, wie er die Kinderwagenfahrt findet. Hm, Bella? Gehst du auch mit, Bella? Ja, ne? So, da ist der Maxi Cosi bereit. Wir sind wieder zurück. Das habe ich jetzt bei DM mitgenommen. Heute gibt es für meinen Mann und mich Pilzrisotto. Deshalb habe ich das noch gebraucht. Die Jungs, die bekommen dann später was anderes. Erzähle ich euch gleich, was sie sich gewünscht haben. Jedenfalls habe ich dieses Fläschchen jetzt hier mitgenommen. Eigentlich hatte mir meine Hebamme das von Mom empfohlen. Aber die Marke führt unser DM leider nicht. Das ist ja nur ein ganz kleiner DM. Sorry, der Wasserkocher ist gerade an, weil ich das jetzt natürlich auskochen möchte. Und dann habe ich mir noch diese Version hier mitgenommen in klein. Ich weiß jetzt auch nicht so recht, welches da jetzt besser geeignet ist. Das werde ich jetzt einfach mal austesten. Wir haben jetzt gerade noch ein Bild gemacht. Da ist das Weihnachtsoutfit von unserem Schatzi. Und der ist wieder in meinem Bauch drin. Das ist der Gipsabdruck, den ich gemacht habe, zusammen mit meiner Freundin. Und da haben wir ihn jetzt gerade reingesetzt und haben Weihnachtsbilder gemacht für die Familie. So, Weihnachtsoutfit steht schon mal. Ich habe mir jetzt nur mal ein Hoodie angezogen. Da werden noch Weihnachtsgeschenke eingepackt. Und ich muss jetzt mal das
Kochen anfangen. Meine Kinder haben sich Hähnchenbrustfilet gewünscht, also paniert, mit Gemüse, Salat, Pommes, Gurkensalat. Und mein Mann und ich, wir essen Pilzrisotto. Genau, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Wahrscheinlich habe ich irgendwas vergessen. Deshalb gehe ich jetzt am besten mal in die Küche und fange an. Nicht wundern, dass hier eine Softbox steht, aber wir haben ja hier noch keine Lampe. Genau, ach, und Alessandro, der wollte noch Muffins machen. Ja, das macht er noch für uns als Nachtisch. Na, Max? Mhm. Und was machst du so in der Küche? Hilfst du auch ein bisschen? Nö, ich esse nur. Er isst nur. Okay, alles klar. Also, dann auf geht's in die Küche. Die Champignons schon mal vorbereitet. Hier Eier, Mehl und Paniermehl für die Hähnchenbrustfilets. Die habe ich hier schon mal zurechtgeschnitten und schon gewürzt. Ich hasse es. Vor allen Dingen hasse ich das Panieren, aber meine Kinder haben sich das gewünscht. Und ja, deshalb mache ich jetzt einfach mal weiter. Okay, let's go, würde ich sagen. Alles bereit. Und der kleine Mann, der schläft wahrscheinlich, bis ich mich hinsetze. Dann wacht er auf und möchte selbst auch essen. Aber nicht schlimm, alles gut. Also, ich habe mich jetzt mit beide aufgewischt. Ich wollte mir eigentlich was anderes anziehen, aber das lassen wir jetzt. Ich bin froh, dass ich einfach nur sitze und wir jetzt das Essen anfangen. Prost. Schmeckt besonders gut, das Wasser aus dem Weinglas. Also, wir lassen es uns schmecken. Frohe Weihnachten! Und jetzt gibt's lecker Nachtisch. Wir sind zwar schon alle babsatt. Aber ein bisschen Nachtisch geht immer, ne? Hat Alessandro gemacht. Ist ja noch ganz warm. Lecker. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I'll be home for a couple of days, wander around. Ich glaube, ich weiß, was drin ist. Sag bitte, du hast die Reaktion drauf. Nee, leider nicht. Und was ist es? Sehr gut. Fällt er dir? Klar. Und du hast ihn ja selbst ausgesucht. Okay. Unser Ritual hier mit den Karten, damit wir wissen, wer jetzt ein Geschenk auspacken darf. Mal gespannt. Ein paar sind schon rausgeflogen, weil keine Geschenke mehr da sind. Schon wieder der Max? Jo. Okay, jetzt ist der Max dran. Zur Ewigkeit her, dass man ein Geschenk aufgibt. Ja, nice. Wow. Sind die von der Celine? Ja. Mega! Mega, Celine! Das scheint für mich zu sein. Von Max. Da ist die Schere. Max, was ist denn da drin? Nicht mein Arbeit. Ach, schön. Oh, lecker. Habe ich im Krankenhaus ganz viele gegessen. Und Tee. Dankeschön, Max. Das ist Protein-Tee. Ach, da geht's. Oh, die liebe ich. Oh mein Gott, die liebe ich. Ja, das sind meine Liebsten. Und was haben wir hier noch? Fürs Gesicht. Es sah schön aus. Das hast du es gedacht. Danke, Max. Ja. Und zack, da ist Weihnachten schon wieder vorbei. Wir haben es heute den 31. Dezember. Ich habe nach Weihnachten die Kamera ein wenig ausgelassen. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Ich habe euch ja ein paar Eindrücke eingefangen, wie unser Weihnachtsfest war. Wir haben ein bestimmtes Ritual, wie wir unsere Geschenke aufmachen. Und wir haben ein Kartenspiel, suchen eine besondere Karte aus und derjenige, der diese Karte bekommt, der darf sich sein Geschenk holen unterm Tannenbaum und das Geschenk aufmachen. So verhindert man einfach, dass das Ganze innerhalb von 3 Minuten vorbei ist, ne? Dieses ganze Geschenke auspacken. Und der Beschenkte hat quasi die Aufmerksamkeit und derjenige, der sich Gedanken gemacht hat, der das Geschenk besorgt hat, der sieht eben auch diese Freude.
demjenigen an, der das Geschenk auspackt. Ne? Und so finde ich es halt am schönsten. Das machen wir schon immer so, seitdem die Kinder klein sind. Und das ist eben unser Ritual. Ja, und das war eben unser Weihnachtsfest. Wir haben lecker gegessen, die Familie war da. Wir haben ganz tolle Gespräche geführt. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Und deshalb habe ich die Kamera auch ein bisschen ausgelassen. Ich hoffe, das war in Ordnung für euch. Heute ist, wie gesagt, Silvester. Ich habe jetzt den Tisch schon ein bisschen vorbereitet, werde jetzt dann auch gleich in die Küche gehen. Meine Jungs haben sich Raclette gewünscht. Allerdings mögen es zwei meiner Kinder nicht. Die bekommen was anderes und dann schauen wir mal, wie der Abend so verläuft. Ich habe unserem Schatz jetzt hier nochmal das Weihnachtsoutfit angezogen, ja, weil ich das einfach total süß finde und ja, das nächstes Jahr mit Sicherheit nicht mehr passt. Und deshalb habe ich es dieses Jahr nochmal angezogen. Jetzt schauen wir einfach mal, wie unser Schatz sein erstes Silvester so findet. Wahrscheinlich wird er es verschlafen, genauso wie sein Weihnachtsfest. Nächstes Jahr sieht das Ganze dann ganz anders aus. Müssen wir hier alles noch kindersicher machen. So, Bleigießen ist jetzt angesagt. Zinkgießen. Ah ja, Zinkgießen, sorry. Der Max, der darf nur keine Säge bekommen. Ne, Max? Ja. Sondern ein Dreirad. Wir sind so Insider. Und, eine Säge? Ist es eine Säge? Nee, was ist das? So, lecker war's. Wir sind alle total satt. Eigentlich wollte ich euch den Tisch noch ordentlich abfilmen, aber meine Männer hatten so einen großen Hunger. Außerdem legen die eh nicht so einen großen Wert auf Dekoration. Wichtig ist natürlich, was auf den Tisch kommt und dass es schmeckt, dass wir alle gemütlich beisammen sind. Und das war natürlich definitiv der Fall. Letztes Jahr war der Tisch sehr viel schöner. Wir Frauen legen da ja meistens ein bisschen mehr Wert drauf, aber mit einem kleinen Baby ist es ein bisschen schwieriger gewesen in diesem Jahr. Aber wie gesagt, ganz egal, Hauptsache wir waren schön zusammen. Meine Männer sind jetzt unten, die suchen ein paar Spiele raus. Ich räume in der Zwischenzeit noch alles weg und dann spielen wir noch eine Runde und stoßen dann eben um Mitternacht alle gemeinsam an. Ich habe noch ein kleines Tischfeuerwerk, das zünden wir dann noch an und ja, verbringen jetzt einfach noch schön gemütlich den Abend gemeinsam. Und ich wünsche euch nur das Beste fürs neue Jahr. Natürlich Gesundheit, Zufriedenheit und Glück. Alles, was ihr euch wünscht, lasst es euch gut gehen, rutscht anständig rein, passt auf euch auf. Und ich freue mich auf das neue Jahr gemeinsam mit euch. Ich bin schon ganz gespannt auf die neuen Projekte, die ich so habe und natürlich auf alles, was noch so kommt, was uns so das Leben noch bereithält. Ja, und jetzt schimpft der kleine Mann, der hat nämlich Hunger. Genau, wir sehen uns gleich wieder. Verheult. Ja, aber Freudentränen und auch ein bisschen Traurigkeit, weil natürlich einige Familienmitglieder hier fehlen und das ist natürlich dann immer so ein bisschen traurig und deshalb ja, bin ich jetzt gerade ein bisschen verheult. Aber im nächsten Jahr sind wir dann hoffentlich alle zusammen. Das wäre natürlich schön und ein ganz, ganz großer Wunsch von mir fürs neue Jahr. So, jetzt werden erstmal Linsen gegessen. Nach Mitternacht, ganz, ganz wichtig, ein ganz großes Ritual. Alle Italiener unter euch werden wissen, was jetzt los ist. Mich würde mal interessieren, ob ihr auch solche Rituale habt, ob ihr abergläubisch seid. Wir ziehen uns ja auch immer was Rotes an. Eigentlich soll es ja rote Unterwäsche sein, die man aber eigentlich geschenkt bekommt. Und ich habe nichts geschenkt bekommen. Deshalb habe ich einfach nur eine rote Bluse angezogen. Und deshalb hat der kleine Spatz auch was Rotes an. Ja, total bescheuert. Aber schreibt mir mal, ob ihr auch solche Bräuche habt, Rituale, ob ihr abergläubisch seid. Das würde mich total interessieren. Habt ihr Vorsätze? Das würde mich auch interessieren. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und ja, wir feiern jetzt hier noch ein bisschen, machen jetzt gleich noch ein bisschen die Musik
etwas lauter, aber nur ein bisschen. Und feiern. Ich hoffe, dass euch dieser Vlog gefallen hat. Wie gesagt, ich wünsche euch nur das Allerbeste. Natürlich an erster Stelle Gesundheit, Zufriedenheit und eben alles, alles, alles erdenklich Gute und alles, was ihr euch so wünscht, dass eure Träume eben in Erfüllung gehen. Ja, okay, also dann macht's gut. Ich freue mich aufs nächste Video und sag bis bald. Tschüss!